Hey Leute, hier ist der Phoenix und willkommen zurück zu Dark Souls. Wuhu! Wir machen ab jetzt hier weiter. Also gerade für den Einstand dieses Partes. Denn ich muss euch noch gerade ein paar Sachen zeigen, bevor wir dem Boss in den Untiefen entgegentreten. Unser Zauberer ist da. At least we both made it back unscathed. Incidentally, would you care to learn any sorceries? You're clearly talented and besides I owe you. Of course, we will require some materials, but I'm happy to teach you some elementary spells. Are you interested? Klar. Splendid. Very well. I am pleased to have a chance to give something back. Well then, let's get started straight away. So, bei ihm können wir Seelenfall, schwerer Seelenfall, großer Seelenfall, Sturzkontrolle. Zauberwaffe. Das ist der Zauber, den ich mir zulegen will. Denn damit können wir unsere Waffe buffen. Dann wird sie ein bisschen stärker. Wappenring brüllender. Oh ja, die Ringe sind übrigens verdammt gut. Also es verstärkt die Zauber wirklich enorm. Und auch die Pyromantie wird übrigens verstärkt durch den Wappenring brüllender Drache. Gut. Das war's soweit. Aber wir haben noch einen anderen Kollegen, dem wir uns hier widmen können. Und zwar den Pyromantielehrer. Well, I see you made it out. Yeah, I made it out safely too. I have my pyromancy in the Great Swamp, so. I can usually manage with a bit of care. Oh yeah. By the way, I can share my spells with you. I think you have a knack for it. All you need are the materials. I'll be pleased to help you. Ah, and unless you find the magic's unsavory. Nein, nein, Magie ist nicht abstoßend. Yeah, wonderful. I'm sure that you know they'll be of some use, some assistance. Well, let's get started right now. Klar. Okay. Bei ihm können wir die Pyromantieflamme umwandeln. Das werden wir jetzt allerdings nicht machen. So, nichts Wichtiges. So, bei ihm können wir Pyromantien kaufen. Die Feuerkugel, die ist sehr gut. Die ist ganz gut. Wir haben zu wenig Seelen. Verdammt. Moment. Wie viele Seelen habe ich denn noch? Klappt das? Yes! Das. Oh nein! Es ist nicht genug. Moment. Ja, jetzt. Das sieht doch schon besser aus. So, na komm. Feuerkugeln. Und für das, was wir vorhaben, da gehe ich am besten ohne Seelen hin. Deswegen können wir dann jetzt auch ruhig die Pyromantieflamme aufwerten. Das wird nach einer Weile richtig teuer, Leute. Von 14 auf 15 bringen kostet, glaube ich, 25.000 Seelen. Aber das Schöne ist, dass wir halt ansonsten keine Materialien brauchen. So, jetzt machen wir Zauber einstimmen. Da kommt jetzt die Feuerkugel hin. Und da machen wir jetzt die Zauberwaffe hin. Und werden statt dem Kurzbogen den Beschleuniger da reinsetzen. Ich hoffe, der ist nicht schwerer als der Kurzbogen. Oh doch, der ist schwerer. Oh, warum? Oh, was soll das denn? Haben wir denn leicht... Ja, toll. 0,2 Kilo, die werden... Das wird gar nichts ausmachen. Oh, was soll das? Ich werde nicht noch ein Level in Kondition stecken. Ja, 31 ist definitiv genug. Ja, mein Gott, dann laufen wir ohne rum. Dann laufen wir jetzt ohne rum. Ah, dann muss ich später noch ein Level in Kondition stecken. Oh, ich will das nicht. Oh, hallo. Stimmt, hier ist eine neue Versammlung. Oh, hello. My guests have finally arrived. I will be departing with them shortly. So, I'm afraid I will be saying goodbye soon. It was a pleasure. Ja. Die haben nämlich eine Mission. Und nach dem Läuten der Gargoyle-Glocke ist diese gute Frau hier. You are undead as well. Then we've no time to fraternize. I have my mission and you no doubt have yours. We must not let this curse overcome us. Did I not explain the urgency of our tasks? Or are you so uncouth as to lack such judgment? By the looks of you, I should think not. Aha. Noch Did was? I not ja, okay. So, die beiden sind einfach nur irgendwelche Gestalten, die sie begleiten. Und, wir werden noch kurz in den Wald gehen und beim Schmied vorbeischauen. Den, da habe ich auch noch etwas vor. Ach man, das ärgert mich jetzt mit dem Level in
sagt schnell. In Kondition. Mein Gott. Ah, wie viel Belastbarkeit man braucht, ist unglaublich. Da kann ich teilweise die Leute verstehen, die hier nackt rumlaufen. Ich kann die sowieso verstehen. Aber ich will halt meine Rüstung. Ich will kein nackter Dude sein. Zack. Außerdem hatten wir die Seelen ja sowieso anfangs im Überfluss, als ich das Baldur-Schwert gefarmt habe. Also ist es eigentlich in Ordnung. Oh, ich will nicht noch ein Level da reinstecken. Verdammt. Ah, na gut, was soll's. 32 Konditionen. Das ist aber auch dann wirklich die Grenze. Weiter werde ich im ganzen Spiel nicht mehr gehen. Ansonsten muss ich an der Ausrüstung rumschrauben. Ja, du kannst die große Glut gerne haben, die wir in der in den Untiefen gefunden haben. Das ist doch gut. Waffen verstärken. Ich meine, wir können das Baldur-Schwert einmal verstärken. Ja. So, wie viel wird es stärker? Ja, das ist ein kleines Stück. So, da ist halt eben das Krude. Da seht ihr es. 18 Grundschaden erhöht. Vorher wären es 8 gewesen. Und dafür geht die Skalierung halt ein bisschen runter. Es würde sich momentan sogar noch auszahlen, das Krude zu machen, weil es einfach einen sehr starken Boost bekommt. Aber später halt nicht mehr, wenn wir Beweglichkeit weiter leveln würden. Götterbalderschwert. Ja, dann skaliert es mit Wille und macht magischen Schaden. Ja, also halt heiligen Schaden. So. Können wir die Rüstung noch verstärken? Hä? Achso, ich habe das Balderschwert noch gar nicht verstärkt. Okay. Das geht nicht für die Rüstung drauf. So, Rüstung verstärken. Dann die Gamaschen bitte, denn die Gamaschen kriegen am meisten Boost. So, jetzt können wir euch noch verstärken. Okay. Das wäre es dann soweit bei dir gewesen, mein Freund. Dann zeige ich euch jetzt noch eine Kleinigkeit im Wald. Die habe ich nämlich ganz vergessen, als ich beim Mondlichtschmetterling war. Da gibt es nämlich noch so einen kleinen geheimen Baum. Was heißt geheim? Man wird es wahrscheinlich auch erkennen, weil halt die ganzen Nachrichten davor stehen. Aber ich habe es in meinen ersten Spieldurchläufen verpasst. Ah, 3 Schläge brauche ich bei denen, das ist zu viel. Ach. Tschüss. Komm her, bevor dein Bruder da ist. Okay, er ist da. So, jetzt frage ich mich, sollten wir ans Leuchtfeuer vorher? Ach Quatsch. Brauchen wir nicht, wir sind Profis. Weiter geht's. So, ich will jetzt gleich mal testen, wie viel Schadenserhöhung ist durch die Zauberwaffe. Dazu werden wir jetzt 2 Bäume töten. Okay, 72 Schaden mache ich regulär. Zack. Und jetzt sind es 90. Das ist schon ein großer Unterschied. Das ist ganz gut. Von 72 auf 90, das sind 18. 18 ist schon einiges. So, dieser Baum hier. Den kann man töten. Tschüss. Der lebt nämlich. Der Scharlatan. Und dann kommen wir in ein anderes Gebiet beim Wald. Mit diesen komischen Fröschen. Die ich voll cool finde vom Design her. Übrigens. Wo ist der nächste? Hier war doch noch einer, oder? Nee, okay. Da ist noch so ein lebender Baum. Ja. Nimm das und dies und das und jenes. Okay. Zauberwaffe ist weg. Die brauchen wir jetzt aber. Zack. Denn hier haben wir noch einen Steingolem. Das Problem ist, er hat Unterstützung. Oh mein Gott, macht das viel mehr Schaden. Seht ihr das?
Das war nicht schlecht. Wie er weggeflogen ist. So, ich meine, hier gibt es aber nichts weiter. Das Problem war, den hätte man töten sollen. Denn, lass deine Zunge bei dir. Denn er wäre einem sonst hinterhergekommen, wenn man sich woanders hinbegeben hätte. Oh, da liegt was, oder? Oder hat das einfach so geglänzt? Baum? Wieder Moosklumpen. Okay. Können wir später noch gebrauchen. Denn er wäre einem hinterhergekommen, wenn man hier hochgelaufen wäre. Und das hätte dann später problematisch werden können. Denn... Na los, komm oben an. Oh Gott, ist das lang. Denn hier ist noch einer. Oh mein Gott. Das hat echt... Oh mein Gott. Das hat echt einen großen Schadensunterschied gemacht. Mit der Zauberwaffe. So. Und hier bekommen wir den Wolfsring. Das ist der Ring von Artorias, dem Abgrundschreiter. Und den werde ich vorlesen. Denn es ist ein ganz besonderer Ring. Verstärkt die Ballons. Einer der Spezialringe, die den vier Rittern Quinns geschenkt wurden. Der Wolfsring gehörte Artorias, dem Abgrundschreiter. Artorias, der einen stählernen Willen hatte, war ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Ja, und dementsprechend hatte er schon eine hohe Balance. Doch, Nein! Ja, aber er hatte halt noch eine höhere durch den Ring. Ich gehe mir meine Seele zurückholen, wir sehen uns dann. So, ich habe es zurückgeholt. Und dann werden wir jetzt noch mit einer Person sprechen, die in ganz Dark Souls eine Legende ist. Und jeder liebt diese Person. Also es ist der Wahnsinn. Allein diese Rüstung. Ist die sexy. Oh mein Gott, wenn ich nur daran denke. Nein. Ihr werdet sehen, wen ich meine, wenn wir da sind. Bezirk der Untoten. Hallo André. André of Astora. Hier lang müssen wir weiter. Da sind wir nämlich noch nicht lang. Weil wir da eigentlich auch noch nicht lang können. Allerdings, da seht ihr es. Da vorne links. Da sitzt er. Mit ihm müssen wir noch sprechen, bevor wir die zweite Glocke läuten werden. Ja. Mein lieber Zwiebelritter. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Ja. Noch was? Still closed. Still closed. Ah, ich liebe ihn. Das war's, oder? Ja. So, mit ihm hätten wir noch sprechen müssen. Und dann gibt's noch eine andere Sache, die ich mit euch machen werde, bevor wir uns dem Boss in den Untiefen stellen werden. Ich weiß nicht, ob ich das jedem so empfehlen würde. Ich weiß auch nicht, ob das vom Level her in Ordnung ist. Es könnte sein, dass es noch ein bisschen zu stark eigentlich für uns ist. Aber ich möchte mir gerne einen bestimmten Ring holen, bevor wir in den Untiefen weitermachen. Und dafür müssen wir nochmal zurück zum Feuerbandschrein. Das ist die Sache, die ich euch gezeigt habe, die ich euch zeigen wollte. Wo ihr dann auf dem Dach landet, von der Kirche, da einen Gegenstand holt. Dann könnt ihr da immer noch weiterlaufen. Aber es ist mir missglückt. Und deswegen werden wir es jetzt nochmal machen. So. Dafür müssen wir auf den Aufzug. Na komm. Und dann müssen wir beim Aufzug abspringen. Hoffentlich klappt es diesmal. Hier runterrollen. Yes. Dann auf das Dach. Da. Oh, da liegt noch was. So, das ist aber nichts Wichtiges. Schlüssel und Totenasyl West. Genau, den brauchen wir. Ich meine, das da ist nur eine Seele.
Dann gehen wir hier wieder drauf. Gehen die Leiter hoch. Merke. Und am Ende ist ein Krähennest. Und dort rollen wir uns mal zusammen. Und jetzt warten wir. Und wir warten und stellen uns vor, wir wären ein Ei. Ein wundervolles, großes Ei. Mmh. Omelette. Was würde ich jetzt dafür geben? Ich glaube, das ist... Ah, jetzt kommt's. Ich bin gerne ein Ei. Ich möchte ein Ei bleiben. Dafür habe ich mir Dark Souls gekauft. Hallo Mama! Yeah. Das ist aber nicht gut, wenn ihr so viele Federn verliert unterwegs. Ja, das sind ein bisschen viele. Lasst uns hier weiter ein Ei sein. Okay, wir sind wieder im Tutorial. Nördliches Asyl der Untoten. Und hier hat sich ein bisschen was geändert. Oh Gott, ich hoffe, das klappt jetzt alles so, wie ich es mir vorstelle. Das könnte gut nach hinten losgehen, was ich hier vorhab. Super, hat direkt schon Schaden gefressen. Ihr seht, der Boden hier ist ein bisschen uneben geworden. Ja. Das ist nicht gut. Zauberwaffe drauf. Und... Hallo! Bin wieder da! Ich habe Besuch mitgebracht! Ich weiß, die sind klein und hässlich, aber... Au! Ich hasse diese Attacke. Ui! So, der Trick bei ihm ist... wenn ich es jetzt nicht ganz verkacke... Immer möglichst nah an ihm dran stehen. Außer er macht sowas. Dann solltet ihr verschwinden. So, ein bisschen auf Abstand. Ah, hallo. Du bist doch gar nicht mehr am Fallen gewesen. Oh mein Gott. Das hätte gut nach hinten losgehen können. Ich will nicht vor ihn. Oh, das war eng. An sich ist er eigentlich nicht sehr kompliziert. Er hat nicht so viele Attacken. Also verschiedene. Die einzige Attacke, die bei mir halt wirklich immer problematisch ist, ist, wenn er den Stab zur Seite hält und dann zaubert. Das kann kritisch werden. Aber das da ist in Ordnung. Es dauert halt eine Weile, weil er sehr viel Leben hat. Ja, komm. Oh, wow. Das geht gut. Treff ihn doch! Du inkompetenter Haufen, Scheiße! Ja, komm. Oh, ich hab seine Hand getroffen. Ah, das ist halt echt ein sehr langweiliger Boss. Nope. Das wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr Schaden machen würden. Aber gut. Wir haben Zeit. Ach, Bro, lass dir doch mal was anderes einfallen. Ah. Wie viel macht ihr das? Ah. Nicht bedeutend mehr. Oh nein. Oh, das da meine ich. Das kann gut nach hinten losgehen. Hey, Bro. Hast du ein Problem mit mir? Specki, hä? Ich will dir doch nur mein Schwert in den Arsch rammen. Hast du genug Platz da drin? Ich wette, du spürst es nicht mal.
Nicht, dass ich was gegen dicke Menschen hätte. Meine Mama ist dick. Ich meine, gut, ich hasse sie, aber das ist ein anderes Thema. Ah, worüber könnten wir denn noch reden? Schönes Wetter hier unten, oder? Ja. Der Asyldämon? Ja, genau, jetzt habe ich ein kleines Thema gefunden. Fuck! Der Asyldämon ist übrigens einer der Chaosdämonen. Und die Chaosdämonen sind erschaffen worden, als die gute Hexe von Aesalith versuchte, die Flamme zu duplizieren. Also sie und ihr Gefolge sind zu Dämonen geworden. Oh oh. Oh fuck. Ja, oh, das war schlecht. Das war ziemlich schlecht. Oh mein Gott, warum ist der gerade nicht gerollt? Das hätte mich jetzt echt das Leben kosten können. Da sind sie und ihr Gefolge zu Dämonen geworden. Und dieser hier ist einer davon. Er hat sich halt ein wenig verirrt. Und deswegen taufte man ihn den verirrten Dämon. Mach das. Achso. Ich hab gar nicht gesehen. Oh mein Gott, irgendwie habe ich Hunger auf Pizza! Ja. Wir halt wirklich immer nur einen von diesen Mini-Balken da abziehen, ne? Mit dem Schlag. Noch nicht mal. Noch nicht mal ganz. Na komm, jetzt aber. Jawoll! Jawoll! Sehr schön. Wie viel Seelen gibst du? Menschlichkeit, Heimkehrknochen. Graue Scholle, sehr schön. Und 20.000. Das ist ernüchternd wenig. Ja, die graue Scholle werden wir noch sehr, sehr lange nicht brauchen. Denn wie gesagt, die ist halt dafür da, um die Waffen, die in den letzten Feinschliff zu geben. Von plus 14 auf plus 15. Aber, naja gut, wir haben sie schon mal, ne? Aber es gibt anderes Zeug, was ich hier haben möchte. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, dass wir hier sind. Hey, Bro! Komm und hol mich! Oh, fuck. Hey, Bro! Friss das! Oh, die Schwarzritter sind stärker als die am Anfang. Bro! Lass es doch! Wird noch ein, hä? Nochmal? Okay! Von mir aus! Da kriegst du noch einen dritten! Bitteschön! Danke! Was bekomme ich? Roter Brocken. Ja, gib mir nicht deine Waffe. Arsch! Oh mein Gott, eine Attacke von ihm hätte uns getötet, ne? Noch eine. Ich sollte vielleicht ein kleines bisschen vorsichtiger sein. Oh, ich könnte meinen Estus-Flakon auch mal aufwerten, ne? Naja, gut. So, merkwürdige Puppe. Die werde ich euch mal kurz vorlesen, denn sie ist sehr interessant. Die brauchen wir später noch. Eine merkwürdige Puppe mit seltsamem Kleid. Ein Schrecken, der keinen Platz in dieser Welt fand, klammerte sich fest an dieses Spielzeug und wurde letztendlich in eine kalte, einsame Welt hineingezogen. Ein Schrecken, der keinen Platz in der Welt fand. Oh mein Gott, das ist aber nicht... Oh mein Gott. Dazu kommen wir später. Das dauert noch ein gutes Stück, bis wir da hinkommen. Raus hier bitte. Yeah. So, hier hoch. Oh, nice. Wir haben es geschafft, den Dämon zu besiegen. Hat zwar eine gute Weile gedauert, aber... Hey. So, hier bitte rasten. Dann können wir auch ruhig hier sterben. Das macht uns dann nicht mehr so viel. Oh, was? Warum warst du nicht gestunt? Hier unten dürfte uns noch was erwarten. Noch ein Leuchtfeuer. Nein, das meinte ich nicht. Den da meinte ich. Hey, Bro! Gibt's hier noch was? Nö. Hey, Bro! Ich hab deinen Bruder umgebracht. Was sagst du dazu? Oh, fuck. Ah, mich beschreibt gerade das kleine Gefühl. Ah! Alter, déjà vu! Was soll das? Werd nicht frech. Oh oh. Hm.
Oh Mann, kann man das überhaupt parieren? Und tschüss. Wie der sich einfach da hinten verzieht, ne? Nö. Oh, die sind so leicht zu parieren. Ah, ist das herrlich. Waffe? Fick dich. Ja, ja. Versuch's jetzt gar nicht erst wieder. So, hier oben erwartet uns noch ein guter Freund von uns. Leider ist ihm ein trauriges Schicksal widerfahren. Es ist Oscar. Und ja, der gute Oscar hat gesagt, wir sollen verschwinden, bevor er uns verletzt. Und es ist soweit. Sein Höhlendasein hat ihn so weit gebracht, dass er wahnsinnig wurde. Deswegen ist es jetzt unsere Aufgabe, ihn zu erlösen. Armer Oscar. Tschüss, Oscar. Mach's gut. Ruhe in Frieden. Wappenschild. Wuhu. So, haben wir hier wieder was Neues? Nee? Okay. Mich deucht, hier wartet noch etwas auf uns. Achso, ja, stimmt. Wir müssen aber in die andere Richtung. Ich wollte nur gucken, ob da noch gerade was ist. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. Und diesmal erwischt mich die Kugel nicht. Ha! Ich falle eigentlich jedes Mal drauf rein. Tschüss. Ein Level in Kondition hat mir gesagt noch, ne? Ein Level. Na gut. Hey, Bros! Mann! Geht doch. Tschüss. Du auch? Alter, das war uncool, mein Freund. Das war uncool, ich war noch nicht bereit. Ich war doch noch nicht bereit. Ah, na, wenigstens war es nicht weit weg. Oh mein Gott, gegen zwei so Popelgegner gestorben. Das ist peinlich. Das schneide ich raus. Nein, Wand. Geh weg. Ja, ja. Tschüss. Also mit meinem Vorspielcharakter war ich ja stärker schon hier. Ich sollte aufhören, meinen Vorspielcharakter zu erwähnen. Dann geh doch zu deinem Vorspielcharakter! So. Auf ein neues. Ah, das lief schon ein kleines bisschen besser. Komm her, Speertyp! Komm her! Ja, was, hä? Hast gedacht, du kannst mich umbringen, du Arsch! Was machst du jetzt, hä? Verdammte Sau! Bleib liegen! Schlüssel, Untoten Asyl West. Ja, oh mein Gott. Warum denn jetzt sowas schon wieder? Oh, ich weiß nicht, was das für komische Krabben sind. Warum sind die manchmal da? Vor allem machen die so viel Schaden. Die können nämlich zaubern. Tschüss, Krabbe. Goldharz. Dankeschön. Verrosteter Eisenring. Wupp, 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 wupp. Dieser Ring ist dafür zuständig, dass wir in Gebieten, wo Wasser ist oder Schlamm oder sonstigem, uns trotzdem noch schnell voran bewegen können. Also quasi wie als wenn kein Wasser da wäre. Und das werden wir sehr, sehr dringend brauchen nach dem Besiegen des nächsten Bosses. Das werden wir ganz dringend gebrauchen. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendeinen Schwarzhutter hier übersehen habe. Hier war doch noch einer mit einem Großschwert, oder nicht? Also mit einem Drachentöterschwert. Das ganz, ganz große von denen. Naja, egal. Es wird jetzt einen ziemlich langen Rückweg geben bis zum nächsten Boss. Deswegen werde ich das jetzt einfach mal skippen und sage bis gleich. Moment. Ich muss doch gerade auf Band nehmen, wie ich diese Schweine töte. Erniedrige. Warte, erniedrigen. So. Bis gleich. Oh, verdammt, Leute. Ich habe gerade eben einen Blick auf die Uhr geworfen und ich habe gesehen, dass der Part leider schon vorbei ist. Das heißt, wir werden den Boss das nächste Mal besiegen. Aber es gab ja diesen Part auch einiges Neues. Also von daher dürfte das in Ordnung sein.
Gut, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Lasst mir doch was da. Wäre super nice lieb von dir, euch. Und sage ciao, ciao, euer Phoenix mit Dark Souls Remaster. Yay, yay, yay.